Was geht ab, meine Z-Fighter Hoser hier, und heute ist der Global Exclusive, natürlich vorerst Global Exclusive, der sollte auch früher oder später für die japanische Version erscheinen, aber momentan ist er nur auf der globalen Version Hit erschienen. Und wir werden heute, bzw. in diesem Video, sein Dokument machen, da bin ich auf jeden Fall darauf gespannt, was da abgeht, denn wir haben das zuvor noch nie gemacht, ist ja klar neu und zum allerersten Mal erschienen. Jedenfalls werden wir aber auch heute noch Summon, Freunde, haltet da ein Auge offen, ein Summon Video wird es heute noch geben im Laufe des Tages. Was gibt es zum Banner zu sagen? Folgendes, Freunde, man bekommt pro Multi-Summon, bekommt man einen Santa Claus, also Santa Roshi, das ist wie ein Elder Kai, und X-Miss Candies, also Süßigkeiten, das sind die Training-Items jedes Typen, einmal pro Multisummon. Aber nur der allererste Multisummon kostet 30 Dragon Stones, danach kostet jeder weitere Multi 50 Dragon Stones, wie immer, Freunde. Ist ein bisschen enttäuschend im Gegensatz zum letzten Jahr, die Rates sind gleich, wir haben hier 5% aufgeteilt für die Featured-Charaktere, das sind 7 SSR und 5% durch die nicht-Featured. Wir haben den neuen Hit drin, der ist wirklich gut, so ist nicht. Uigoku ist drin, Jiren ist drin, die ersten drei Charaktere, die sind echt gut, Freunde. So ist nicht, das muss man schon gut schreiben. Aber dann ist ein Kaioku Blue drin. Da hätte ich mir lieber ein C17 oder sowas gewünscht. Kaioku Blue, der ist da total outdated. Ist aber im Banner enthalten. Dann haben wir quasi den neuen Bota Mangetta. Wir haben den neuen Frost. Wir haben Champa, der ein Awakening bekommen hat, neues Awakening. Wir haben die zwei Jungs, die einmal Mangetta und Botamo, die auch ein Awakening bekommen haben. Und ein Frost SR-Charakter. Freunde, was gibt es zum Banner zu sagen? Ist ein bisschen enttäuschend im Gegensatz zum letzten Jahr. Letzten Jahr das Christmas-Banner mit Uigoku war viel besser. Wir hatten Tickets etc. Wir hatten drei Durchläufe, Step-Ups und so und so fort. Dieses Jahr ist nur der allererste Multisum 30 Dragon Stones. Danach kostet jeder weitere 50 Dragon Stones. Deswegen würde ich sagen, nehmt den ersten Multi mit. Versucht euer Glück. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück dabei. Und dann wartet ab, bevor ihr weiter summont. Denn die Tage werden wir die Informationen bekommen zu Gogeta und Broly für die japanische Version, die erscheinen ja Ende Dezember, ich vermute Freitag, vielleicht aber auch wirklich Ende Dezember, so der 31. oder so. Jedenfalls sollten wir die Tage, die nächsten Tage Informationen zu Gogeta und Broly bekommen, und diese erscheinen ja früher oder später auch auf Global, man vermutet gerade Ende Januar ein, zum International Release des Films. Dann wissen wir eben, okay, das und das haben die Movie-Charaktere drauf, und dann könnt ihr dann quasi abwägen, wollt ihr noch bei Hit sammeln oder nicht. Das müsst ihr quasi dann selbst entscheiden, aber wartet dann auch ein paar Tage ab, sorry, nehmt den ersten Multi mit, und dann würde ich sagen, denn der erste Multi 30 Stones sind 10 Charaktere, dann seid ihr vorerst good to go. Wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück, Freunde, und sehr schöne und frohe Feiertage, genießt die Zeit. Jedenfalls schauen wir uns erstmal die neuesten Informationen zum Dokument von Hit an. Ich bin echt drauf gespannt, was gleich abgeht. Wir haben einmal sicher Super Zeit Schwierigkeit auf Super Zeit Drop-In 7 Medaillen. Die neuen Hit Medaillen sind das, die hier unten gelistet sind. Sache ist folgendes, Freunde, die Angriffe von Hit kann man nicht dodgen. Also Charaktere, die eigentlich dodgen können, die können hier nicht dodgen gegen Hit seine Angriffe. Und Hit hat eine Stun-Immunität. Zudem tut er quasi die Charaktere einschränken, die Slots, also man kann die Charaktere ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht hin und her wechseln. Da werden wir aber gleich sehen, wie das Ganze verläuft. Wir kämpfen erst gegen In-Typus, Agel-Typus, dann gegen Strength, bis sie hat. Wenn man auf Super 2 spielt, kommt dann noch Extreme Tech, und das sollte alles Hit sein. Also wir spielen Solo wahrscheinlich erst gegen Int-Hit, Agel-Hit, Strength-Hit und dann gegen den Tech-Hit. 77 Medaillen braucht ihr, um ihn zu awaken. Aus dem Dokument für Bota Mangetta 35, für Frost ebenso 35, für den neuen Champa. Neu ist er nicht, aber sein Awakening ist neu. Und sein Awakening ist sehr gut danach. Braucht ihr auch 35 Medaillen für die jeweiligen Charaktere. Das sind die SR-Charaktere, Freunde. Wenn ihr die zieht, klatscht sie auf SR10, dann könnt ihr sie awaken. Jeweils 7 bei den beiden Boys. Dann würde ich sagen, wir springen mal direkt in das Event von Hit, weil, Freunde, das ist zum allerersten Mal lange nicht mehr so gehabt, dass auf Global ein Event rauskommt und wir vorab nicht wissen, ey, was geht denn da ab? Also, was muss man ein Event machen, beziehungsweise wie sieht das Event überhaupt aus? Normalerweise haben wir die ganzen Events so zuerst auf JP, aber Hit ist ja vorerst Global Exclusive. Mit welchem Team gehen wir rein? Wir werden mal so richtig eskalieren, Freunde. Wir gehen mal mit hier im LRGF-Team rein, und mein Team ist hier, wo ist mein LRGF-Team? Hier. Kommen wir ganz kurz zu Items ändern, Freunde. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann gebt den Ganzen auf jeden Fall Like. Und falls ihr neu seid, Freunde, dann drückt auch auf jeden Fall auf den Abo-Button. Ihr seht schon, ich habe kaum Items mehr. Wegen World Tournament, Super Bad Road. Und genau, jede Unterstützung zählt, Freunde. Und über jede bin ich dankbar. Über das ganze Jahr hinweg, Freunde. Über immer. Ihr seid wirklich insane, Freunde. Ihr seid wirklich insane. Ich wollte hier quasi das Szenario nicht skippen, weil ich selbst nicht weiß, wie das Event hier aussieht. Natürlich so, wie ich es immer mache. Erstmal im Event, Token-Event, Key einsammeln, so gut es geht. Ist immer vom Vorteil, wenn man mehr Ki hat oder mit gut Ki in den Kampf geht. Aber, Freunde, da wartet schon Hit auf uns. Das sollte Universum 6 gegen 7 sein, ne? Plattform. Das ist noch nicht
Wir sind noch nicht im Universal Saga, aber ich glaube, wir werden auch nur hier kämpfen. Deswegen ist wahrscheinlich Captain Kobloon Banner. Aber Captain Kobloon Banner, das muss ja nicht sein, um jetzt zu sein. Egal. It doesn't matter how the end. Ich keep speaking in your blabla, genau. I recommend you surrender. Ja, ja, komm. Komm erstmal ran, mein Freund. Komm erstmal ran. Okay, Freunde, jetzt schauen wir mal. Schauen wir, ob wir Probleme haben werden. Der schaut schon mit gut leben, will ich mal sagen. Oh, unsere Rotation ist auch sehr schön. Junge, das, Freunde, Junge, sage ich, sorry. Freunde, das ist die Rotation, die man so haben will, sage ich mal. In dem LRGF-Team. C17 mit LRGF fertig. GG. C17 bereitet das alles vor. LRGF kommt hinterher und haut den zur Seite. Und C17 hier ohne Dupes 1,2 Millionen. Represent auf Universe 7 Team spiele ich auch sehr selten, aber ganz ehrlich, das Team ist halt auch richtig RIP. Wenn man das Team hat, so ist auch richtig geil auf jeden Fall. Das merkt man auch. Merkt man auch. Jedenfalls, BAM! Die Super Attack von LRGF, die ist halt immer noch geil so. GG, so viel zum ersten Hit. I have never thought of improving, but seeing you makes me realize. Okay, ich hoffe, vielleicht ist das nervig so. Das ist für den einen oder anderen übertrieben nervig gewesen gerade, sorry. Jedenfalls, ja, die Rotation können wir auch so halten, macht nichts. Ah, hier können wir ihn schon nicht mehr stunnen, alles klar. Und dann, das steht neben oben links auf seinem Symbol, Freunde. Falls ihr euch fragt, wie kann ich das erkennen. Oben links auf seinem Symbol ist das. Und zwar, ja, ist es ein Schaden? Oh, 3 Millionen, einfach fertig. So. Oh mein Gott, der Arme jetzt. Zack, du. Der nächste bitte. I'm not done improving yet. Oh, Freunde, das Hit war schon los. Improving. Ja, zeig mal. Also, muss ehrlich sagen, der hat schon gut Leben gehabt bis jetzt. Was geht jetzt ab? Können wir die Charaktere nicht wechseln, oder? Ah, nee. Jetzt wahrscheinlich, ich habe es nicht ganz drauf geachtet. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir jetzt die seine Angriffe nicht dodgen können. Davon gehe ich aus. Aber gut. Aber gut, Torino. Die müssen wir auch nicht dodgen. Ja, die müssen wir nicht dodgen. Komm, triff mich mit Typenvorteil. Und? Okay, shit. Okay, das hat schon gut Schaden gemacht. Hit mal langsam, ey. Der hat auch C17 gestunt. Dieser Hit. Heißt, C17 konnte hier die Vorlage nicht geben für LRGF. Aber es reicht auch so, Freunde. Kommen wir zum letzten Hit. Was hast du jetzt zu sagen? As you become strong, I will continue to outstrip you. Ja, ja. Let's take this to this peak. Ja, ja, ja. Komm jetzt, peak me. Jetzt komm mal ran. So. Und zwar machen wir das Ganze mal. Ah, guck, wir können jetzt Ultra Goku nicht verschieben. Macht nichts. Doch, macht schon was aus. Egal. Boah, wisst ihr was? Ich werde mal kein Item aktivieren. Aber ich bin mir sicher, dass wenn der uns treffen wird, das wird schon wehtun. Auch wenn es LRGF ist. Vor allem. Ja, okay. Mit einer Super Attack, sag ich mal. 1,4 nur, ja, seht mal, wir haben keine Ultra Super Attack, wir haben den Angriff des Gegners nicht gesenkt. Wir greifen quasi nur an, haben also 70% auf den Angriff und Verteidigung. Wow, Alter, und das kommt dabei raus mit einem Crit. seine Super Attack. Also ihr merkt schon, ne, LRGF muss man auch richtig spielen, damit er so an seinem Schaden kommt. An seinem normalen Schaden, sag ich mal. Okay, er sitzt ungestunt. Okay. Evo Vegeta, ja, Evo Vegeta, Typen abfällen. Der wird dir nichts reißen. Also bis zur Tech-Runde ging es auf jeden Fall. Von ihr könnt mit euren Kategorie-Teams hier rein. Ihr werdet da sicherlich gut rumkommen. Aber ihr solltet aufpassen. Er macht gut Schaden. Also er macht wirklich gut Schaden. Man kann seine Angriffe nicht dodgen. Vergiss das nicht. Also müsst ihr gar nicht Charaktere mitnehmen, die dodgen können und darauf hoffen, dass sie dodgen. Nehmt einfach eure starken Charaktere mit. Und ansonsten. Oh, jetzt hat der LRGF da hinten festgenagelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich würde ungern jetzt Items aktivieren, möchte ich sagen. Wir mal gucken, wie C17 hier gut tankt. Weil der hat jetzt auch seine Damage-Schlag schon aktiv. Genau, ja, C17 ist übertrieben. Ich hätte es wirklich cool gefunden, wenn C17 im Banner wäre. Der war so lange nicht am Start. Es wäre eigentlich nur wirklich ein schöner Move gewesen, den wieder damit reinzupacken. Schade. Aber, okay. Ja, also, dieser Hit, der ist irgendwie, die haben von der Location her, sind ihr Universum 6 gegen 7 irgendwie. Also könnte man meinen, okay, komm. Das Banner dreht sich quasi darum, aber jein, also Frost, Full Power Frost war auch vom Universe Survival Saga. Shiren war auch Universe Survival Saga. Man kennt Dokkan, die machen so, was sie wollen, mehr oder weniger. Jedenfalls, Freunde, sie haben so mehr oder weniger gemacht, was sie wollen. Hit konnten wir besiegen. Ihr habt gesehen, so funktioniert sein Dokkan-Event. Nehmt am besten, wie gesagt, euer bestes Kategorie-Team und dann geht da rein. Achtet darauf, dass ihr nicht
auf den falschen Charakter eine Superdeck bekommen, weil das tut, macht gut Schaden und zudem wird der Charakter dann gestunt. Jedenfalls, bevor ich mich wie immer am Ende allzu sehr verplappere, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Haltet auf jeden Fall noch ein Auge offen für das Sum-Video. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after all.